So ein Tag im Freizeitpark kann echt ein Mordspaß sein. Ein Philosoph aus Litauen hat das allerdings etwas zu wörtlich genommen und ein Konzept für eine tödliche Achterbahn entworfen. Wunderschönen guten Tag, liebe Leute, der Hacki hier. Herzlich willkommen bei der zweiten Folge von Rekordverdächtig. Danke für eure großartige Resonanz auf die erste Folge. Würde mich riesig freuen, wenn ihr mich bei diesem Video genauso geil unterstützt. Auch dieses Mal gibt es wieder ziemlich verrückte Weltrekorde und einzigartige Dinge, die ihr bestimmt noch nicht gehört habt. Los geht's! Wir fangen dieses Mal winzig klein an, und zwar mit dem kleinsten Vogel der Welt, der Bienenelfe. Die Männchen dieser Kolibri-Art werden maximal 57 mm groß und wiegen gerade mal 1,6 Gramm. Allein die Feder von einem Strauß wiegt mehr als dieser ganze Vogel. Wie alle Kolibris wirkt die Bienenelfe ausgesprochen hektisch. Die Flügel flattern 90 Mal in der Sekunde auf und ab und das Herz schlägt bis zu 500 Mal pro Minute, um das Blut durch den Körper zu pumpen. Also, eine Bienenelfe will ich nicht so gerne sein. Ich bin ja eher so der entspannte Typ. Ganz entspannt ist auch der Amerikaner Bob Brantle. Der chillt zusammen mit insgesamt knapp 95.000 Comics in Kalifornien ab. Begonnen hat seine Sammelleidenschaft bereits im Alter von 8 Jahren. Da kauft er seinen ersten Comic, eine Ausgabe von Amazing Spider-Man. Aktuell kauft er im Schnitt monatlich 140 neue Comichefte. Das sind jeden Tag 4 bis 5 Stück. Ich sag mal so, auf dem Klo wird es diesem Kollegen ganz sicher nie langweilig. Ein Brite und ein Norweger haben im Mai 2012 innerhalb von einem Tag 5 Kontinente besucht. Sie starteten in Asien, flogen nach Afrika, weiter nach Europa, dann über den großen Teich nach Nordamerika und zuletzt runter nach Südamerika. Die Reise dauerte zwar insgesamt 28 Stunden und 25 Minuten, doch aufgrund der Zeitverschiebung gingen sie jedes Mal am gleichen Datum durch die Passkontrolle. Jetzt wird es etwas kompliziert. In Kanada gibt es den riesigen Huronsee. Mein Textprogramm hat mir hier übrigens Hurensee als Korrektur vorgeschlagen. Fragt mich nicht. Im Huronsee liegt die Insel Manitoulin Island. Und in dieser Insel auf dem See ist ein See. Quasi Seeception. Der Manitou-See ist sogar stolze 107 Quadratkilometer groß und ist somit der größte See auf einer Insel in einem See. Aber es geht noch verschachtelter. Auf den Philippinen gibt es die 40 Meter breite Insel Vulcan Point. Diese hält den Rekord für die größte Insel in einem See auf einer Insel in einem See auf einer Insel. Und nein, es ist keine Schande, dass ihr gerade verwirrt seid. So ein Tag im Freizeitpark kann echt ein Mordspaß sein. Ein Philosoph aus Litauen hat das allerdings etwas zu wörtlich genommen und ein Konzept für eine tödliche Achterbahn entworfen. Diese setzt die Fahrgäste nach einem sehr steilen Start 7-10G-Inversionen aus. Durch diese hohe Belastung wird dem Gehirn die Sauerstoffzufuhr abgeschnitten. Zitat: Die Bahn nimmt einem Menschen auf humane Art, elegant und im Zustand der Euphorie, das Leben. Mal abgesehen davon, dass die Bahn logischerweise nie gebaut wird, glaube ich kaum, dass man bei einer 10G-Einwirkung noch so wahnsinnig euphorisch ist, oder? Außerdem frage ich mich irgendwie, wer wohl krass genug drauf ist, die erste Testfahrt darauf zu machen. Das war's mit dieser Folge von Rekordverdächtig. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über euren Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Und wenn ihr Bock habt, teilt das Video doch auf Twitter und Facebook. Links kommt ihr nochmal zum abschließenden Quatschkalender-Video und rechts geht's zur ersten Folge von Rekordverdächtig. Unten kommt ihr zu allen meinen Social-Media-Seiten und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Montag wieder bei der nächsten Folge von Rekordverdächtig. Haut da rein, euer Hacki.